Name your game. Wir wissen nicht, was weiter passierte. Nochmal. Und die Erinnerung blitzt zurück. Mist. Nochmal. Nee, da gehen wir jetzt. Oder sollen wir es noch ein viertes Mal wagen? Es erstrahlt noch mehr Erinnerung. Mach mal die auf. Walamala. Und wir sehen einen zauberhaften Brunnen. Und das Liebespaar sitzt auf diesem Brunnen. Und er will sofort raus. Steht auf. Und was ist das? Sind das Wahnvorstellungen? Was passiert hier? Von jedem folgt hier eine Erinnerung. Und die Türe wird ruckartig aufgerissen. Es sieht aus, als wäre sowas Portalähnliches, das den Türrahmen umgibt. Wir fahren also raus in den Garten. Öffnen das Gartentor. Komm hier nicht weiter. Bei einer Treppe. Was ist das hier? Ist das auch eine Erinnerung? Und wir aktivieren das nächste Bild. Und es fließt die Energie. Aber das Bild ist verschwunden. Wie Hologramme. Zum Brunnen komme ich auch nicht, oder? Oder doch? Hallo? Die Hologramme, die wir in unserem Traum gesehen hatten, sind jetzt auch hier. Wir fahren noch ein bisschen weiter. Weiter weg von unserem Anwesen. Ah, hier wurde das Superman-Porträt gezeichnet. Und hier wurde getanzt. Das ist die Liebesaussichtsbank. Aber es erlischt wieder alles. Ich weiß nicht ganz, was wir hier suchen. Es ist was Zauberhaftes, was diesen Garten umgibt. Vielleicht können wir hier weiter. Ich glaub's zwar nicht, nee. Da ist eine Absperrung. Hier wäre noch eine Erinnerung, aber wir kommen nicht rauf. Vielleicht von innen. Gehen wieder rein. Das ist mir zu spooky. Das hier hatten wir noch nicht. Aktiviere ein weiteres Bild. Und die Türen schließen sich wie von Geisterhand.
Sie retten, klar retten wir sie, was denn sonst? Wir hören Stimmen. Wir hören eine besondere Stimme. Und es schlägt 3 Uhr nachmittags auf der Kirchenuhr. Und der Kleine ist eingeschlafen mit seinem Fußball im Garten. Und vernimmt Geräusche des Hundes und Schießgeräusche. Und lacht sich erstmal schlapp. Und der Kleine erfreut sich an seinem Fußball. Und Dad schüttelt nur mit dem Kopf. Der Kleine will den Ball zu Dad raufwerfen. Dad winkt aber nur. Sucht immer noch seine Frau. Und der Kleine findet niemanden, der mit ihm Ball spielen will. Auch sein Onkel und seine Tante wollen nicht. Und nicht mal der Hund will. Aber da kommt ihm eine Idee. Er holt den Drachen. Und wiederum will keiner mit ihm spielen. Er ist traurig. Seine Kindheit verläuft nicht so, wie sie sollte. Opa schläft im Schaukelstuhl. Der Kleine schüttelt den Kopf und will einfach mal alleine rausgehen und den Drachen steigen lassen. Wow, hat der eine schöne Baumhütte, die so verflochten ist mit dem Nachbarshaus. Und in der Baumhütte macht er sich's gemütlich auf einer Matratze mit seinem Fußball und seinem Drachen. Und scheint enttäuscht zu sein. Scheint ein bisschen traurig zu sein. Und jetzt kommen auch die Eltern nach Hause. Von der Sonntagsausfahrt. Und auf der Kirchenturmuhr schlägt's 6. Ich weiß noch nicht ganz genau, was es mit den Erinnerungskarten auf sich hat. Und da fährt eine eiskalte Brise durch das Baumhaus und dadurch geht der Drachen und der Fußball verloren. Und wir können nicht mehr runter aus dem Baumhaus, Marco. Ja, nimm das. Wir basteln uns mit dem Seil so eine Art Strick. Und gehen runter, haben es geschafft. Und Opa schimpft mit uns, warum denn? Er will sein Seil zurück. Wir geben es ihm zurück. Und was ist das hier? Das ist eine Seifenblase mit Moms Gesicht. Aber wir können nichts machen. Wir können nur raus. Oder können wir doch nicht raus? Einen Versuch starten wir noch. Und vielleicht noch einen letzten, einen dritten. Nee. Wir müssen einen alternativen Weg rausfinden. Wir können auch hier durch.
Und ein Foto vom Baumhaus, wie wir mit einem Freund spielen. Und wir haben unseren Fußball auch wiedergefunden. Und der Drache. Der Drache ist auch da und ist in einem Basketballkorb gelandet. Opa winkt uns zu von der Kirche. Scheint zu schimpfen. Deswegen gehen wir rüber. Wir wollen ja keinen Ärger bekommen. Schießen den Fußball noch gegen eine Tonne. Und sehen ein schönes Bild. Beziehungsweise eine Kreidenmalerei. Versuchen einen Korb zu werfen mit dem Fußball. Also einen Basketballkorb. Er will aber nicht rein. Ein dritter, letzter Versuch soll es noch sein. Komm, das schaffst du nie. Der will er einfach nicht. Oh, wir sind in Freiheit. Wir haben vor dem Tor eine riesige Vase umgestoßen und deswegen können wir uns jetzt in Freiheit begeben. Und der Kleine schaut sich um, nach links, nach rechts. Und Onkel, der Schütze, sucht immer noch seine Vögel. Oder was auch immer. Er mahnt uns zur Ruhe und will nicht spielen. Und auch der Hund macht komische Bewegungen. Scheint sich zu kratzen. Was das kleine Kind amüsiert. Komm. Wir werfen dem Hund mal den Ball zu. Und er fängt ihn. Und beide freuen sich. Wir spielen ihm den Ball nochmal hin. Wir machen alles dreimal. Und finden so noch eine Erinnerung. Oh nein, der Hund. Hat den Ball weggespielt, irgendwo ins Nirvana. Und wir sehen die beiden Eheleute. Und finden eine erneute Erinnerungskarte. Ich glaube, das wird so bei diesem Story Game. Je nach Erinnerung passiert was Schreckliches oder nicht. Als könnte man die Sachen im Nachhinein beeinflussen. Wir holen den Ball und es kommt zu einem schrecklichen Crash, bei dem uns ein Auto ausweicht. What? Wir spulen zurück. Und es schlägt nochmal 6 Uhr. Ah, wow. Können wir das Ganze ungeschehen machen? Das probieren wir jetzt gleich. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir landen wieder in der gleichen Szenerie. Alles ist 1:1 genauso wie vorhin. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt zu Opa und spielen nicht mit dem Hund. Mal gucken, ob uns das was bringt.
Wieder genau die gleiche Szene. Ich glaube, man kriegt hier mehrere Tries, um alles richtig zu machen in dem Spiel. Wenn ich mich recht entsinne. Spiel dem Hund jetzt den Ball nicht zu. Sehr gut. Diesmal machen wir das nicht. Diesmal gehen wir schnurstracks zu Opa, der uns gerufen hatte. Hi, Opa. Es ist unser Ball aber weg. Ja, ich hab doch nichts kaputt gemacht. Opa beobachtet uns. Will uns zurückrufen. Oh, jetzt können wir hier nach hinten, oder? Erstmal den Ball mitnehmen. Opa, wo bist du? Willst du Ball spielen? Ja, er macht mit. Oh, der hat sich was verrenkt jetzt. Nee, sein altes Kreuz macht das nicht mehr mit. Diese Fantasiesprache. Wir weisen Opa darauf hin, dass unser Drachen immer noch im Basketballkorb ist. Mal gucken, was für eine Idee der hat. Was ist das hier? Eine Ortskarte. Wir können nicht auf den Hinterhof der Kirche. Also gehen wir einfach mal runter. Zu einem Tor. Ich glaube, wir können jetzt gar nichts anderes machen, als uns unserem Schicksal zu fügen, wenn es hier nicht weitergeht. Was ich aber hoffen will. Auch versperrt. Nee, das wäre ja traurig. Hi, Tante. Willst du spielen? Nee, sie winkt ab. Scheiße. Okay, die schiebt Panik. Ja, wir können nichts. Wir können nichts tun. Außer uns unserem Schicksal zu fügen. Dann gehen wir zu Hundi. Nee, zu Onkel zuerst. Der will auch nicht Ball spielen. Da wird er sauer. Hier ist noch was. Nach einer kleinen Brücke. Sehr schön, eine Erinnerung oder so. Und jetzt müssen wir wohl oder übel ins Verderben. Also Hundi.
stoße noch eine Vase um. Alles versperrt. Wir können unserem Schicksal nicht trotzen. Das ist das Traurige. Hundi schmeißt den Ball wieder auf die Straße. Und auf der Kirchenturmuhr schlägt's 7 Uhr. Und das Paar fährt nach Hause und ich weiß schon, was jetzt wiederkommt.